Hola, hola und ein großes herzliches Willkommen an alle, die uns zuschauen. Diesmal wollte ich aber ganz gerne eine kleine Anleitung geben für den jetzt kommenden, ich weiß es nicht, Dreiteiler, vielleicht Vierteiler, ein Tag in unserem Leben in Paraguay. Ja, das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass ich sehr viel immer filme, wenn wir unterwegs sind und was wir so machen. Und dann sag, ach, da mache ich ein Video drüber. Und dann kommt mir so ein bisschen der Alltag immer dazwischen. Und es passieren andere Dinge. Und jetzt habe ich also wirklich ein großes Sammelsurium an kleinen Filmchen, die teilweise noch bis zum Anfang des Jahres zurückreichen. Also bitte auch nicht wundern, wenn man dann meine Haare auch noch mal sieht, wo ich so ein bisschen aussehe wie so ein gerupftes Huhn. Da sind die noch sehr kurz. Inzwischen sind sie relativ lang. Also es geht sogar auch ein Zopf inzwischen. Bitte nicht wundern. Ich versuche das so ein bisschen in eine Geschichte einzufassen, so dass es angenehm zu gucken ist. Aber wenn dann eben, sag ich mal, die Abschnitte nicht ganz so chronologisch sind, soll man es mir doch bitte nachsehen. Ja, ansonsten läuft alles gut bei uns, alles bestens. Es gibt keine schlimmen Nachrichten zu verbuchen. Wir leben unser Leben. Wir freuen uns jeden Tag. Unser Dörfchen wächst. Wir haben jetzt gerade 3 oder 4 Parteien, die zeitgleich fertig geworden sind mit ihren Häusern und einziehen. Da ist natürlich jede Menge los. Und wir freuen uns total, dass einfach immer mehr hier dann in der Nachbarschaft wohnen. Und das bedeutet ja gleichzeitig auch, ja, Gesellschaft, Unterstützung, aber auch Nachbarn, die aufeinander aufpassen. Und vielleicht auch gemeinsame Grillabende, gehe ich mal schwer von aus. Also da freuen wir uns sehr und bitte wundert euch jetzt nicht, dass Anam nicht hier ist. Der hüpft im Garten rum, der ist dabei, unser Media Sombra neu zu bauen, beziehungsweise das Gerüst für das Media Sombra. Will heißen, ach, das kommt im Video, das seht ihr dann. Das habe ich natürlich gefilmt. Heute tut sich wieder ein bisschen was auf unserem neuen Bauabschnitt. Man sieht ja hier die Flöcke vom Landvermesser. Und heute war noch mal das Landvermesserteam abschließend da. Und jetzt geht's weiter in die zweite Runde. Wir bringen die Schilder an für die Grundstücke, die noch zu haben sind. Und selbst ist der Mann und selbst ist die Frau. Hier sind unsere Schilder. Und da ist der Mann. Ist der Mann. Wir haben eine weitere Lieferung von diesen kleinen Kieselsteinen bekommen, weil wir endlich mal unseren Weg hier fertig machen wollen. Wir haben hier eine Lage von diesen Tonscherben drauf, kann man ganz gut sehen hier. Und jetzt wird eben dieser feine Kiesel verteilt. Das sieht dann ein bisschen so aus, oder was heißt ein bisschen? Sieht dann so aus wie hier auf unserem Parkplatz. Und hier oben, der Weg ist schon gemacht. Und das hat sich gut bewährt mit diesen kleinen Kieselsteinen. Das sieht hübsch aus. Das Einzige ist, wenn es nass ist, dann bleiben die immer mal so an den Schuhen hängen. Aber ansonsten ist das wirklich eine tolle Sache. Heute wird noch ein kleines Stückchen Straße erweitert, und zwar hier nach oben. Laut Gemeindeauflagen sind es in Klammern oder leider 12 Meter. Das ist ganz schön viel, aber wir halten uns natürlich an die Auflagen der Gemeinde. Ja, und hier sieht man mal, wie breit es ist. Letztendlich müssen da nur ein paar wenige Autos später hochfahren. Aber so ist es nun mal.
Este es un mediador. Sí, es un mediador para ambos. Ah, okay. Y va a funcionar el martes. Sí. Okay. Yo ya tengo todo permiso, todo pagado. Sí, ya. Perfecto. Sí. Y estas son las soldaduras que estamos haciendo. Solo es muy interesante para sí. la gente. Sí, este es una comprensa. Ajá. Muy bueno trabajo. Okay. Y los mediadores van a ser en estas cajas. Ajá. Ya tiene los cables. Perfecto. Okay. Es muy interesante. Sí, muy bueno también. Und da sieht man den Transformator. So, jetzt wollte ich doch zu später Stunde noch mal schauen, was der Bagger macht bzw. gemacht hat. Das sind hier die Grundstücke im neuen Bauabschnitt. Und wie gesagt, es müssen die Vorlagen der Gemeinde eingehalten werden. Und das sind jetzt eben nun mal diese 12 Meter. Ja, mag einem irgendwie unsinnig erscheinen, weil da passen ja im Grunde 4 Autos aneinander vorbei. Aber so ist es nun mal. Und wenn man dann eben fraktionieren will und das Ganze beim Katasteramt einreicht, muss man sich eben an die Regeln halten, um die entsprechenden Genehmigungen zu bekommen. Heute besuchen wir ein neues Café in Asunción. Es heißt Nuestro Cafecito und sieht richtig hübsch aus. Hola, ¿qué tal? Ja, das sieht doch richtig hübsch aus. Ist noch keiner da? Doch! Es ist jetzt so 20 nach 7. Im Hintergrund hört man die Vögel zwitschern und man hört aber auch die Bauarbeiter von den Baustellen, die rundum um unser Haus sind. Zum Glück ist das nur so ein bisschen Geklopfe und Gehämmer. Und das Schlimmste ist eigentlich die Säge, wenn Fliesen geschnitten werden. Ja, Lotte und Paule spielen ein bisschen. Die warten jetzt, dass ich sie endlich füttere, aber ich bin schon wieder im Garten unterwegs. Und natürlich habe ich mir Samen auch aus Deutschland mitgebracht. Und ich habe einen kleinen Probelauf letztes Jahr schon gestartet. Und der war wirklich, finde ich, erfolgreich, konnte sich gut sehen lassen. Das ist der Maniok. Der hat sich sehr, sehr gut gemacht und ist ziemlich einfach zu halten. Hier oben am Zaun, da habe ich ein paar Brombeeren gepflanzt. Die Brombeeren so vor sich hin. Das ist jetzt auch kein großer Akt, die am Zaun zu setzen. Und hier weiter unten könnt ihr die Süßkartoffeln sehen. Ich gehe mal ein Stückchen hin, da ist nur der Rasensprenger an. Muss ich aufpassen, dass ich nicht ins... Geh mal weiter, Lotte, geh, lass mich durch, geh weiter. Dass ich nicht nass werde. Das sind die Süßkartoffeln. Und hier sind die Schalotten. Die stehen jetzt schon, ich glaube, fast ein Jahr und wachsen immer wieder nach. Muss ich mal ein bisschen abschneiden und neu düngen. Ja, und hier hatte ich schon Rucola und Möhren und Salat und Radieschen. Und hier in dem Beet war eine riesen Zucchini. Und all das war mein Probelauf. Und jetzt wird neu eingesät. Die Beete sind sauber gemacht worden. Hier steht noch ein bisschen Petersilie. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn man immer ordentlich gleich die Tütchen beschriftet. Und außerdem habe ich auch viele Leute schon kennengelernt, die schöne Gärten haben, schöne Bilder gesehen, schöne Gärten gesehen. Und die Locals machen es ja schließlich auch so. Heute wird eingepflanzt. Wir haben die größte Hitze jetzt hinter uns.
den 40-Grad-Sommer und langsam gibt es wieder moderatere Temperaturen. Hier ein kleiner Zwischenstand zu meinen Auspflanzbemühungen. Da hinten der Basilikum ist gekeimt. Den werde ich jetzt demnächst ins Beet setzen. Die Grosella auch, auch wenn jetzt gar nicht mehr die Zeit für die Grosella ist. Die Früchte bildet sie jetzt nämlich schon aus, aber ich werde sie trotzdem einfach mal aussetzen. Rote Beete ist gekeimt, dann die Stockrose und was richtig abgeht, sind die Bohnen und die Kürbisse. Die werden jetzt unbedingt ins Freiland gesetzt. Was jetzt die Samenqualität angeht, die man hier kaufen kann, sprich vermehrungsfähige Bio-Samen oder halt eben Monsanto-generiertes Hybrid-Saatgut, das ist ein anderes Thema. Sehr schön. Mir ist es tatsächlich jetzt noch gelungen, aus den getrockneten Calendula-Blüten Samen zu sammeln. Deswegen sieht man auch, warum die Ringelblume Ringelblume heißt. Und jetzt bin ich voller Tatendrang und möchte gerne ausprobieren, was denn alles geht. In Deutschland ist es etwas einfacher. Da geht man einfach in den Baumarkt und kauft sich Anzuchterde. Die soll ja bekanntlich mager sein. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe jetzt eben nur die rote Erde, die es halt eben hier auch gibt. Und habe mir jetzt eine Schubkarre rote Erde geholt, habe mir ein bisschen Sand dazu geholt und mische das Ganze jetzt. Und dann gebe ich immer noch ein ganz bisschen von der sogenannten Tierra Negra, also von der schwarzen Erde dazu. Die gibt es hier sehr gut zu kaufen und damit bastel ich mir meine Anzuchterde. Wie gesagt, erste Erfahrungen habe ich schon gesammelt. Ich habe gesehen, es gibt auch viele Seminare hier in Paraguay von Leuten, die schon ein bisschen weiter sind mit Permakultur etc. pp. Es gibt Samentauschbörsen, das finde ich auch eine tolle Sache. Es gibt auch die ein oder anderen Biobauern. So, jetzt möchte ich mal zeigen, wie hübsch das schon aussieht mit diesem Belag. Hier ist er ganz frisch aufgebracht. Das macht halt wirklich echt was her. Die Hunde finden es auch spannend. Ach ja, ich möchte gerne an dieser Stelle mal alle Leute, die mich kennen, ganz, ganz, ganz herzlich grüßen. Und damit meine ich wirklich alle. Ja, die ganze letzten Jahre, die Corona-Zeit, das schnelle Wegziehen aus Deutschland und so viele Menschen, die man in Anführungsstrichen zurückgelassen hat. Es gibt ja zum Glück die digitale Welt und man kann in Kontakt sein. Aber wie gesagt, ich möchte gerne alle ganz herzlich grüßen, alle die mich kennen, die das Video schauen, von denen ich vielleicht auch gar nicht weiß, dass sie regelmäßig unsere Videos schauen. Ich vermisse irgendwie alle und an dieser Stelle nur das Beste für alle.